Ja, wir sind heute einmal in diesem Raum und haben uns schon wieder, und es nervt, muss ich dazu sagen, denn einen solchen Antrag habe ich in Frankenberg noch nie erlebt, dass man einen bestehenden Markt, ein Volksfest, was weit über die Grenzen Frankenbergs hinaus ist, als Prüfauftrag an die Verwaltung gegeben hat, um zu sagen, seht mal zu, kann das die Stadtverwaltung selbst machen. Ich sage ganz deutlich, wir als Stadtverwaltung sehen nicht die Möglichkeiten, das selbst zu machen, aber ich möchte auch sagen, aus rechtlicher Sicht wird es gar nicht möglich sein, dass wir das machen. Die Familie Wagner, die seit 60 Jahren in Frankenberg, wir wollten ja schon längst gefeiert haben, aber die Pandemie hat es halt nicht zugelassen. Und über 60 Jahre, ich kenne noch den Senior Max und die Brunhilde Wagner, die ja diesen Pfingstmarkt auch schon Jahrzehnte vor meiner ersten Amtszeit hier in Frankenberg durchgeführt haben. Und die gehen mit einer Empathie, mit einer Freude heran. Die kennen das Schaustellergeschäft, wissen, was los ist. Und der Enkel Max Junior, der mit seiner Frau dieses Volksfest immer wieder belebt, immer wieder neue Ideen hat. Ich sage auch mal unter Sicherheitsbedingungen, die uns ja die letzten Jahre getroffen haben, immer wieder auf diesem Pfingstmarktgelände ein solches Fest durchzuführen, finde ich bewundernswert. Ich freue mich drauf auf jeden Fall, dass wir in 2022 und darüber hinaus mit dem Veranstaltungsbüro Wagner in Frankenberg an der Eder, unserer Philipp-Soldern-Stadt, immer wieder einen tollen Pfingstmarkt haben werden, zur Freude der Menschen in Frankenberg, die natürlich sehr gerne dorthin gehen, aber auch darüber hinaus in Nord- und Mittelhessen und natürlich aus dem Sauerland sind die Menschen auch herzlich willkommen. Und wer mich kennt, weiß natürlich auch, dass für mich nicht nur die Region zählt, sondern das Europa der Region. Also wer aus dem europäischen Raum oder auch darüber hinaus nach Frankenberg kommen möchte, um einen tollen Pfingstmarkt zu erleben mit tollen Fahrgeschäften, der ist immer herzlich willkommen in Frankenberg. Vielen Dank. Mein Name ist Werner Wambold, ich bin Vorsitzender vom Schaustellerverband Mittelhessen. Unser Berufsstand ist in diesem Jahr oder im letzten Jahr schon durch Corona, man sagt, ganz schön gebeutelt worden. Wir waren einer der Ersten, die schließen mussten und sind wahrscheinlich einer der Letzten, die halt wieder öffnen dürfen. Hier zur Situation zum Pfingstmarkt. Für uns ist es wichtig, dass der Pfingstmarkt in seiner ursprünglichen Form stattfindet und auch im Großen und Ganzen so bleibt. Es ist eine Veranstaltung, die über die Region hinaus bekannt ist und sie zieht jährlich über 250.000 Besucher, nicht nur auf den Pfingstmarkt, sondern in die Stadt Frankenberg, was für die Kaufkraft im ganzen Jahr, muss man sagen, doch wohlwollend zur Kenntnis genommen werden sollte. Und die Familie Wagner macht ihren Job wirklich gut. Das sieht man an steigenden Besucherzahlen. Wichtig ist für alle, dass die Mischung eines Volksfestes stimmt. Für groß, für klein, für alt und jung, es soll jedes was dabei sein. Es muss auch der Markt muss stimmen. Das ist im Prinzip wie ein großes Kaufhaus. Der eine möchte Karussell fahren, der andere möchte Pfeffer kaufen. Und somit haben wir hoffentlich heute dazu beigetragen, dass der Pfingstmarkt in seiner ursprünglichen Form wieder stattfinden kann oder auch stattfinden wird. Bedankt. Ja, Familie Wagner, seit 60 Jahren Pfingstmarkt in Frankenberg, Organisatoren, Veranstalter, Vater und Mutter für die Beschicker, was sonst noch? Naja gut, ich würde sagen, nicht nur Veranstalter, auch Freunde und Helfer. Der Pfingstmarkt gibt ja von seiner Lage her als Insel und als Wiesenfläche einiges an Herausforderungen her und denen müssen wir uns gerade wie jetzt in den vergangenen Tagen dem Wetter auch immer wieder stellen. Jetzt war in der Pressekonferenz waren doch sehr viel Emotionen, auch von Ihrer Seite, dieser Traditionsmarkt, Ihre Großmutter, Veranstalter seit 60 Jahren, das Fest hier in Frankenberg. Eigentlich das einzige große Traditionsfest, das man hier in Frankenberg hat. Und da schwang auch eine gewisse Enttäuschung mit, dass politische Parteien nun Anträge stellen, das in eigener Regie der Stadt machen zu wollen. Ja, Tradition. Der Pfingstmarkt ist das, was wir in der Zusammenarbeit mit der Stadt daraus gemacht haben. So eine Anekdote, mein Großvater hat mir früher erzählt, dass genau dort der Pfingstmarkt begonnen hat.
Und damals war Frankenberg noch sehr viel ländlicher. Und der Wohnwagen von meinem Großvater stand neben der Miste. Und wir haben uns immer wieder Herausforderungen gestellt und haben das Fest zu dem gemacht, was es ist. Und man identifiziert sich mit dieser Geschichte halt einfach auch aus Traditionswillen, 60 Jahre. Wer kann so eine Zusammenarbeit mit einer Stadt vorweisen? Und ja, das gerade in so einer Kleinstadt, wo man sich ja auch kennt als Frankenberger Betrieb, dann gibt das einem schon zu denken. Ja. Jetzt ist es natürlich so, dass der Pfingstmarkt nicht nur Fahrgeschäfte hat, sondern viele aus dem Umkreis kommen extra zum Pfingstmarkt, weil es gibt bestimmte Waren, die man eigentlich nur noch von den reisenden Händlern auf Märkte gibt. Gewürze, Küchenutensilien, bestimmte Kleidung. Und was gefehlt hat, war so ein bisschen das Gewerbezelt. Sie haben es noch mal 2 Jahre versucht. Aber letztendlich ist das eine Sache der Händler und Kaufmannschaft hier im Ort. Das ist richtig. Der Pfingstmarkt steht auf vielen Beinen. Das ist einmal der Markt, die Fahrgeschäfte, das Festzelt, das Rahmenprogramm, der Viehmarkt, das Feuerwerk und so weiter. Also wir haben unsere Gewichtung nicht auf alles gestellt. Wir möchten ja auch ein möglichst breites Publikum abholen, von dem Kindergartenkind bis hin zur Oma. Und ein Gewerbezelt ist natürlich wichtig, in dem sich der Handel widerspiegeln kann auf so einem tollen Fest mit über 250.000 Besuchern. Und er kann das auch als Visitenkarte verstehen. Im Gespräch einmal gehört, der letzte Beschicker ist noch nicht ganz vom Platz. Da verlaufen die Planungen schon für den neuen Pfingstmarkt außerhalb von Corona-Zeiten. Der Pfingstmarkt ist ihr Leben, kann man das so sagen? Oberste Priorität. Ich vergleiche es manchmal mit einem Familienmitglied. Und in dieser heißen Phase des Pfingstmarktes steht halt alles hinten an. Also das ist das tägliche Leben, wo auch unsere Kinder beide im Schulalter wissen, okay, jetzt müssen wir auch funktionieren, weil jetzt sind wir auf dem Pfingstmarkt und jetzt geht halt diese stressige Zeit los. Frankenberg darf sich auf einen Pfingstmarkt 2022 freuen, nach bisherigen Planungen. Und dafür freuen wir uns natürlich hier als Bürger der Region wieder auf die gute Organisation der Familie Wagner. Vielen Dank. Danke.